Jo. Wo bleibt dein Video? Hä? Du wolltest regelmäßig Videos machen, also bewege ich deinen Arsch. Fick dich, ich guck Animes. Du! Video! Jetzt! Die weiten Ebenen der Gejera-Wüste. Die wilden Horden der Steppe, gehüllt in Felle, Eisen und den Gestank nach Blut und Gedärm, stehen den edlen Beschützern der Stadt gegenüber, der Garde der Hagir. Klingt episch, oder? Klingt, als wär's ein toller Kampf. Allerdings sehen die meisten Kämpfe, so episch sie auch klingen mögen, in den meisten Systemen eher so aus. Ja, ich bin gerade arschig, aber für mich ist der Kampf immer dieser große Disconnect zwischen Rollenspiel und ich bin eine kleine Figur auf dem Feld und schieb mich jetzt durch die Gegend, weil das rechnerisch am meisten Sinn macht. Meiner Meinung nach liegt das an zwei Faktoren. Erstens am rundenbasierten Kampfsystem und zweitens am Spielfeld. Fangen wir mit den Runden an. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Final Fantasy. Ich stehe hier rum und warte und lass mich von den Monstern hauen. Und wenn ich dran bin, mach ich was. Das fühlt sich einfach irgendwie künstlich und unecht an. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie man es effektiv ändern könnte. Das Einzige, was mir da effektiv einfällt, wären Gegenangriffe und Ausweichen und so ein Scheiß, wodurch man noch mehr würfeln muss, das Spiel komplizierter wird und im Grunde am Ende keiner mehr durchsteigt. Oder die Möglichkeit, zusammen mit anderen Teammitgliedern zu agieren, wenn sie in Reichweite stehen, auch wenn es nicht der eigene Zug ist. Aber dafür bräuchte man halt wieder Regeln, auf die ich auf die Schnelle gerade nicht komme. Beim Spielfeld ist die Sache schon wieder eindeutiger. Zum einen, weil es für jeden offensichtlich ist, dass eine Figur auf einem Feld rumschieben einen ein wenig aus dem Spiel reißen kann. Und zum anderen, weil ich eine Quelle habe, wo ich eine Lösung klauen kann. Zombicide. Bei Zombicide geht es im Grunde um eine Zombie-Apokalypse und das Spielfeld ist nicht in Felder aufgeteilt, sondern in Zonen. Ich nehme einfach hier eine Dungeon Slayer Map. Ihr seht, das sind viele kleine Felder. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es mit Zonen aussieht. Die Mechanik, wenn ich es gerade noch richtig auf dem Kasten habe, läuft etwa so, dass man jeden Gegner, der im selben Feld ist, wie man selber mit Nahkampfangriffen angreifen kann und jeden, der ein Feld entfernt, beziehungsweise bei einigen Waffen zwei Felder entfernt ist, mit Fernkampfwaffen angreifen kann. Das kann man natürlich für Rollenspiele noch ein wenig anders ausbauen. Zum Beispiel könnte man so eine Art Hordenfähigkeit nehmen, also bei kleinen Viechern, desto mehr im selben Bereich sind, desto mehr Boni bekommen die. Oder größere Einheiten können kleinere Einheiten beschützen oder was weiß ich. Man findet da bestimmt viel interessante Sachen. Damit wäre das Spiel meiner Meinung nach etwas übersichtlicher, etwas abstrakter. Man kann sich mehr auf Erzählung verlassen. Und was ich sehr schön finde, man zählt keine verdammten Felder mehr ab. Bis vor meinem Umzug vor etwa 2 Jahren habe ich regelmäßig Magic the Gathering gespielt. Und eine meiner Lieblingsgruppen waren die Goblins. Und meiner Meinung nach sind Goblins nirgendwo so gut verkörpert wie in den Borgard. Die Borgard sind eines der vielen, vielen, vielen Goblin-Sets, die in Magic the Gathering existieren und sind im Grunde absolut wahnsinnig. Es sind Goblins, die in kleinen Gruppen in Sümpfen leben. Zu den Goblins in diesem Set gehören unter anderem Wildschweinreiter, Schamanen, die sich Frösche auf dem Kopf nageln, Goblins, die in der Mitte gespalten werden, Tote, die zusammen mit Nahrungsmitteln als Waffen benutzt werden, und Goblins, die sich mit Geschirr behängen. Also, wir haben eine bunte Mischung von Wahnsinn und Experimentierfreude. Das Grundthema der Borgard ist im Grunde Experimentierfreude. Finden wir heraus, was passiert, wenn wir diesen Typ da anzünden? Finden wir heraus, was passiert, wenn wir diesen Frosch aufblasen? Finden wir heraus, was passiert, wenn wir dieses Ding mit diesem Ding verbinden? Ich weiß nicht, was das ist, aber es wird bestimmt lustig. Vor ein paar Wochen habe ich beim Aufräumen meine alten Magic-Karten wiedergefunden und mir gedacht, woher kommt der Name Borgard eigentlich, und hab's gegoogelt. Das hier habe ich gefunden. Laut den geheimen und mystischen Chroniken von Wikipedia stammen die Borgard aus dem englischen Volksglauben. Es scheint 2 Arten von Borgard zu geben. Zum einen Hausgeister, die halt ab und zu Streiche spielen, und Wald- und Wiesengeister, die zum Beispiel in Sümpfen oder Erdlöchern leben, die ernsthafteren Schaden anrichten. An Hintergrundinformationen findet man sehr viel. Man findet mehrere Legenden, nach denen zum Beispiel
Bogart aus nützlichen Hausgeistern entstehen, wenn man die so schlecht behandelt. Man findet Geschichten darüber, dass ein Hufeisen und Salz Bogart abhalten sollen. Und man findet Geschichten darüber, dass Bogart Menschen in die Sümpfe locken, um sie dort sterben zu lassen, also im Grunde wie Irrlichter. Und man findet sogar eine Geschichte, dass, wenn man einem Bogart einen Namen gibt, er Macht bekommt. Vom Aussehen her werden sie meist tierähnlich beschrieben. Es wird beschrieben, dass sie wohl aussehen sollen wie Satyre oder so ähnlich zumindest. Und es wird beschrieben, dass sie sich teilweise oder komplett in Tiere verwandeln können. Allein mit diesen paar Informationen, die man innerhalb von 10-15 Minuten bequem im Internet findet, kann man den Grundtypus des Goblin nehmen und ihn aufpeppen. Das heißt, man kommt von den bekloppten Goblins, die einfach durch die Gegend rennen, Kabuli schreien und Sachen in die Luft jagen, zu verrückten kleinen Sumpfviechern. Wir haben hier Anfälligkeit für Salz und Eisen, also irgendwas in Richtung Fey. Wir haben Shapeshifter-Eigenschaften mit dem ganzen Tiermenschenzeug. Und wir haben magische Eigenschaften mit den Irrlichtern, den Hausgeistern und der ganzen Namensgeschichte. Seit meiner Jugend gucke ich sehr viel Anime. Und warum auch nicht? Es gibt gute Storys, es gibt Kämpfe und Typen, die brüllen und leuchten. Aber in letzter Zeit, beziehungsweise seit ich angefangen habe, großartig Rollenspiele zu spielen, sehe ich Animes weniger als Unterhaltung für den Moment und gucke mehr nach der Story. Wie würde ich es machen? Welche Elemente kann ich übernehmen? Welche Elemente würde ich ändern? Und so weiter und so weiter. Und das bezieht sich nicht nur auf Animes. Auch wenn man zum Beispiel diese guten alten Sword and Sorcery-Serien wie Hercules oder Xena nimmt, kann man die Handlung kompletter Folgen adaptieren und in Quests umbauen. Nehmen wir als Beispiel mal Rune Soldier. In einer Doppelfolge haben wir die Situation, dass ein Magier eine Maschine aus dem alten magischen Imperium wieder zusammenbaut, um damit zu beweisen, dass er ein großer, großer, toller Magier ist. Das Problem ist, weil es Technologie aus dem alten Reich ist und er sich damit nicht wirklich auskennt, manipuliert er aus Versehen das Wetter. Und unsere Protagonisten sehen sich dazu gezwungen, diesen Fehler zu beheben. Klingt super, oder? Klingt, als wäre es eine Goldmine für jeden Schreiber, der irgendwo Ideen klauen will, oder? Also, warum zur verfickten Hölle, wenn ich meine ganze Zeit damit verschwende, Animes zu gucken, kriege ich es nicht hin, Ideen für ein vernünftiges Setting zu klauen? Warte mal, in derselben Folge wird doch auch erklärt, welchen Einfluss Geister auf die Natur haben, oder? The weather is normally controlled by the spirits in charge of nature. When the power of the water spirit is stronger, it rains. On the other hand, when the fire spirit is dominant, the sun shines. But when the balance is upset, then the earth suffers disasters like heavy rains, tornadoes or drought. Und wurde nicht auch erklärt, welchen Sinn die Tempel haben? I received an urgent request from some villagers regarding the extermination of evil spirits. Und gab's nicht bei Record of Lotus War eine Elfenmagierin, die Geister kontrollieren konnte? Erhöre mich, Geist des Lichtes, du Mutter, die die Pflanzen nährt, komm zu mir. Verleih mir deine Kraft! Warte mal, Zauberer, Geistmagier und Priester. Gab's bei Slayers nicht auch drei Magiearten? In der spiritistischen Hexerei verwendet man den astralen Geist. Die schwarze Magie muss, wenn sie funktionieren soll, mit den Mächten der Dunkelheit wie Hass, Angst und negativen Gefühlen arbeiten. Und weiße Magie dient nur der Heilung und Reinigung. Oh. Ja, das könnte funktionieren. Ich muss weiter Animes gucken. Danke, dass ihr euch das Video angesehen habt. Bitte lasst einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie man den Kampf interaktiver machen kann. Wenn ihr irgendwelche anderen Rassen kennt, die man lustig aufbauen könnte. Oder wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, wo man gut irgendwas klauen kann. Ich werde es versuchen, etwa alle 2 Wochen ein Video zu machen. Ich hoffe, ich bekomme das irgendwie hin. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Ideen oder sonst irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, könnt ihr euch eins der beiden unten verlinkten Videos oder einen der beiden unten verlinkten Kanäle angucken. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, der hier leider sehr heiß ausfällt.